come by American Baker in Germany. Ich bin Michelle. Und das ist? Okay. Und wie alt bist du? Ja, und heute machen wir ein klassisches amerikanisches Rezept für Brownies. Magst du Brownies? Ja, und legen wir los. Fangen wir an mit den Zutaten. Wir brauchen 3/4 Cup oder 190 Gramm geschmolzene Butter, 1,5 Cups oder 300 Gramm Zucker, 1,5 Teelöffel Vanilleextrakt oder 1,5 Esslöffel Vanillezucker, 3 Eier, 3/4 Cup oder 95 Gramm Mehl, 1/2 Cup oder 50 Gramm Kakaopulver, 1/2 Teelöffel Backpulver, 1/2 Teelöffel Salz. Das ist ein gutes Rezept, um die Kinder helfen zu lassen. Kein Mixer heute. Mischen wir zuerst die geschmolzene Butter und Zucker zusammen mit einem Löffel. Dann die Eier dazu. Und einmischen. Dann die ganzen trockenen Zutaten. Und mischen, bis es zusammenkommt. Wenn ihr genug Teig übrig habt, nachdem alle probiert haben, soll man diese Brownies in einer 20x20 cm quadratischen Backform oder ein 17x28 cm Brownie Backform. Teig schön glatt verteilen. Backen bei 180 Grad 35 bis 45 Minuten oder bis ein Zahnstocher in der Mitte sauber wieder rauskommt. Meine Brownie-Backform hat diese Schneidevorlage, die ich benutzen werde, aber man muss das definitiv nicht machen. Man kann sie schneiden in welche Form und Größe, wie man möchte. Das Schöne an diesen Brownies ist, dass die sauber rauskommen. Normalerweise zumindest. Sie sind weich und zart und unglaublich schokoladig. Ich hoffe, ihr mögt das Rezept heute. Tagt mich auf Instagram, wenn ihr die selber macht. Ich würde gerne eure Arbeit sehen. Für mehr Rezepte und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakerin.germany.de. Wir sind auch auf Facebook und natürlich Instagram. Abonniert und aktiviert die Glocke, damit ihr unsere künftigen Videos nicht verpasst.